Der Papst kommt nach OWL. Bei dieser Nachricht wäre so mancher gläubige Katholik hier wohl ziemlich aus dem Häuschen. Und so fühlen sich wohl viele syrisch-orthodoxe Christen zurzeit hier. Denn ihr Oberhaupt ist gerade in Warburg bei ihrem ersten Kirchentag in Deutschland. Kaffee für die anderen Helfer. Habib Göck aus Bielefeld hilft gern beim Vorbereiten des ersten syrisch-orthodoxen Kirchentags in Deutschland. Seit gestern Abend schwebt er fast vor Glück, denn da hat ihm das Oberhaupt seiner Kirche hier im Kloster in Warburg ganz kurz die Hand aufgelegt. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Gefühl, beim Besuch des Patriarchen mithelfen zu können? Ach, das ist echt schön. Das ist einfach, das gibt Kraft, das gibt einen guten Geist und motivierend, erneuernd. Ach, ist ganz schön. Seine Ehrfurcht gilt diesem Mann. Das ist seine Heiligkeit Moran Mor Ignatius Afrem II., Oberhaupt aller 2 Millionen syrisch-orthodoxen Christen weltweit. Der erste Kirchentag seiner Religion in Deutschland soll hier auch dafür sensibilisieren, dass zurzeit im Nahen Osten viele syrisch-orthodoxe Christen bedroht, verjagt oder getötet werden. Als Kirche ermutigen wir natürlich nicht unsere Leute, ihre Heimat, den Mittleren Osten zu verlassen. Wir zwingen sie aber auch nicht, im Mittleren Osten zu bleiben. Wir können sie dort ja nicht beschützen. Wenn sie bleiben, dann werden sie und ihre Familien vielleicht verletzt. Draußen wird Sir Habib Göck und die anderen Helfer hektisch, denn gleich eröffnet seine Heiligkeit den Kirchentag. Schon wichtig, dass heute alles richtig funktioniert, ne? Aber sicher, natürlich, ganz wichtig. In den Kreisen Paderborn und Gütersloh leben 25.000 syrisch-orthodoxe Christen. Habib Göck stört's nicht, dass er gerade am Rand steht. Schließlich steht er nur ein paar Meter neben seiner Heiligkeit. Bis Sonntag werden insgesamt 10.000 Gläubige nach Warburg kommen.